Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Quote. Letztes Mal haben wir ein paar schöne Zitate gehabt und jetzt wollen wir weitermachen. Diesmal fangen wir mit Jean Froissart an. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Nothing in the world is as certain as death. Nichts in der Welt ist so gewiss wie der Tod. Auf Deutsch heißt das für uns, der Tod ist gewiss. Alles andere ist ungewiss. Das heißt, man soll sich nicht von irgendwelchen Sachen, die garantiert eintreffen oder das ist garantiert die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen oder sowas. Es gibt nichts Gewisseres als den Tod. Und man soll, es ist wirklich alles offen. Es kann immer alles passieren. Man weiß nie, was wirklich passieren kann. Und ja, ist auf dem Tod, man weiß, man muss sterben. Ansonsten kann selbst also nie die Hoffnung verlieren. Es geht garantiert nie wieder irgendwo weiter. Das kann man total vergessen. Es geht, gewiss ist nur der Tod, wie gesagt. Es gibt immer Hoffnung. Und ja. Und auf jeden Fall dann das nächste. Man sollte sich halt nicht ablenken lassen. Von irgendwelchen Sachen, die garantiert gewiss sind. George Jacques Danton. Show my head to the people. It's worth seeing. Zeigt meinen Kopf dem Volk. Er ist es wert, gesehen zu werden. Ist ein bisschen spaßig und deutet an, dass der Kopf oder man selbst sich nicht verstecken sollte. Der eigene Kopf oder man selbst ist immer wert, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu erregen, was weiß ich. Man soll sich nicht eingeschränkt fühlen von irgendwelchen Dingen. Und ja. Wie heißt's? Jetzt habe ich's vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, man soll sich nicht ablenken lassen. Man soll sich nicht von irgendwelchen Leuten einschränken lassen. Du bist nichts wert oder sonstiges. Pff. Kann man vergessen. Jeder ist es wert, gesehen zu werden. Oder jeder ist es wert, irgendwas zu sein. Samuel Goldwyn. When someone does something good, applaud. He will make two people happy. Wenn jemand etwas Gutes tut, applaudiere laut. Du machst damit zwei Menschen glücklich. Heißt für uns, wenn dir was gut gefällt, freu dich drüber, sprichst aus, klatsch irgendwas, was dir gut gefällt. Damit machst du dich selbst glücklich und die andere Person. Zumindest in den meisten Fällen. Eigentlich immer, wenn dir was gut. Weil, wenn jemand anders was gut getan hat, dann freust du dich ja dafür, dass es dir gefallen hat. Deshalb und würde ich das klatschen, zeigst du es erstmal für dich selbst, machst du dich glücklich. Und vor allem den anderen, weil du ihm damit zeigst, dass es dir gefallen hat. Das ist auch, wenn irgendwas gut gefällt, auch Videos oder sowas, schreib mal halt mal einen Kommentar drunter oder drück ganz einfach den Daumen hoch. Und damit macht man Leute glücklich. Bei mir ist natürlich so, jederzeit Daumen hoch, wenn es euch gefällt, Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt, dafür ist da. Ganz einfach mal. Quote, Total Biscuit. Übersetzt. Nein. Churchill, History will be kind to me, for I intend to write it. Ist für die Leute besonders wichtig, die denken, sie sind was ganz Besonderes. Nämlich, Geschichte wird freundlich zu mir sein, denn ich gedenke, sie zu schreiben. Das ist vor allem wirklich für die Leute, die denken, sie können, oder nicht nur die denken, sondern die wirklich was vorhaben. Geschichte ist zu denen freundlich, die was erreichen wollen und die glauben und überzeugt sind davon. Ein Mensch, der überzeugt ist von sich selbst, kann immer die Welt verändern. Es gibt keinen Grund, davon wegzugehen. Maya Angelou: Success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it. Erfolg ist was du erreichst, wenn du dich selbst magst und das, was du tust. Das heißt, für uns auf Deutsch, das, was Erfolg erreicht man dann, wenn man von sich selbst überzeugt ist. Wenn man sicher ist, dass man garantiert irgendwas erreichen kann und also selbst überzeugt, irgendwas zu tun, ist der erste Schritt Richtung Erfolg. Erfolg kann man nicht haben, wenn man von sich selbst nicht überzeugt ist. Oder sehr, sehr selten. Normalerweise Leute, die von sich überzeugt sind, sind eigentlich immer erfolgreich. Meistens erfolgreich.
jemand, der nicht erfolgreich oder jemand, der nicht überzeugt ist, kann halt wirklich kaum erfolgreich sein. Das geht einfach nicht. Seid also überzeugt von euch selbst. Gut, wir haben 5 Minuten. Albert Einstein. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Das heißt auf Deutsch. Ja, eigentlich ist es ja ein deutsches Zitat, das ins Englische übersetzt worden ist. Ich übersetze natürlich meines die Zitate immer frei. Versuche nicht ein Mann von Erfolg zu sein, sondern ein Mann von Wert. Das heißt, versuche nicht irgendwie erfolgreich zu sein, sondern sei etwas wert, sei dir selbst etwas wert, vor allem oder auch anderen. Aber besonders sich selbst. Es passt doch zu dem vorhin, dass man sich se selbst überzeugt sein soll. Ein Mann, oder jemand, ich gehe jetzt mal weg von dem Mann, weil das ist eigentlich Schmarrn, man kann das auch auf Frauen beziehen. Sonst ist es Diskriminierung oder sonstiges. Bei mir kann es halt, bei den Zitaten kann es immer sein, dass jemand leicht angegriffen ist oder sonstiges. Werde ich einfach in die Kommentare schreiben, dass sowas dann versehentlich ist und nicht absichtlich ist. Okay, auf jeden Fall versuchen, ja, das heißt, man soll, jeder soll nicht nach Erfolg, sondern nach Wert streben, dass man selbst sich was wert ist, nicht erfolgreich sein und das nur aufgrund von Ausnutzen von irgendwelchen Leuten und dann selbst nicht mehr überzeugt sein von sich selbst. Weil man, oder dann hat man immer Gewissensbiss oder sowas. Ein Mensch von Wert zu sein, von dem zu leben, von dem man selbst überzeugt ist, das ist der richtige Lebensstil. So sagt Albert Einstein. George Bernard Shaw. Patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it. Patriotismus ist deine Überzeugung, dass die Stadt oder dass dein Land überlegen ist, allen anderen überlegen ist, weil du darin geboren bist. Deutsch heißt es, Patriotismus ist, wenn du eigentlich nur, weil du in irgendeinem Land geboren bist, überzeugt bist, dass es das Beste ist und wenig andere Gründe hast. Man kann es jetzt zweideutig sehen. Einmal kann man das sehen als Grund, also für Patriotismus eigentlich als wenig sinnvoll, weil es eigentlich keinen wirklichen Grund hat, es zu sein. Und das andererseits auch einfach sinnvoll, weil man selbst für sich wieder überzeugt ist von seinem eigenen Land, dass man für das Land was erreichen kann oder für sich selbst. Und damit richtig Spaß haben kann. Peter Du Drucker. The computer is a moron. Der Computer ist ein Schwachkopf. Heißt für uns auf Deutsch, der Computer weiß nicht alles und ist immer noch der Diener des Menschen. Nächstes. Lawrence G. Pater. Bureaucracy defends the status quo long past the time when the status quo. When the quo has lost its status. Bürokratie verteidigt den Status quo weit über die Zeit heraus, wo Quo den Status verloren hat. Heißt für uns, Bürokratie ist relativ sinn Dings. Tut mir leid, ich tief atmen, ich habe Kirschen gegessen, wusste nicht, dass ich allergisch drauf bin. Bürokratie, also ja, Bürokratie, die Bürokraten, die sagen, sie halten den Status quo, selbst wenn dieser Status quo eigentlich nichts mehr bedeutet, weil, ja, wenn er halt nichts mehr bedeutet. Leopold Stein. To be intelligent is to be open-minded, active, memory and persistently experimental. Intelligent zu sein heißt offen zu sein, aktiv, erinnerungswürdig oder erinnernd und dauerhaft experimental. Heißt für uns, jemand, der intelligent ist oder auch denkt, dass er intelligent ist, muss offen für alles sein, muss bereit sein, auch für das oder auch zu denken oder auch was zu tun. Er muss sich erinnern können, damit auch an Sachen, die geschehen sind, dass er nicht Fehler der Vergangenheit wiederholt. Und er muss immer wieder neue Sachen ausprobieren. Das heißt, so viel wie wenn man, was heißt,
Ja, das heißt, wenn man nichts Neues ausprobiert, kann man nicht wirklich intelligent sein. Henry Miller. Every moment is a golden one for him who has the vision to recognize it as such. Jeder Moment ist ein goldener für denjenigen, der die Sicht hat da oder der erkennt, der sie bei Erkennen als solche erkennt. Das heißt, auf Deutsch, wenn man besser verständlich, jeder Moment ist gut, wenn man fähig ist, das Gute darin zu sehen. Oder ja, und das Gute darin zu erkennen. Es gibt eigentlich für denjenigen, der es gut sieht, keine schlechten Momente. Und jeder Moment ist im Normal für irgendwas gut. Das kann natürlich, zumindest die meiste Zeit. Ich weiß nicht, ob es im KZ zu Hitlerzeiten so unbedingt so war. Auf jeden Fall, ja, heißt es, ja, wer optimistisch ins Leben geht, sieht viel mehr gute Momente als jemand, der es nicht tut, der nicht so optimistisch ist oder pessimistisch ist oder so. Das ist schon mal. General Douglas MacArthur. There is no security on this earth. There is only opportunity. Das heißt, so viel wie. Es gibt keine Sicherheit auf der Erde, es gibt nur Möglichkeiten oder Gelegenheiten. Das heißt für uns, das gilt vor allem im Finanzwesen, es gibt keine wirkliche Sicherheit, dass irgendwas ist. Da es gibt nur die Gelegenheiten, die man nutzen muss. Man kann sich nicht auf irgendwas verlassen, dass irgendwas unbedingt so ist. Das ist genauso wie das wir beim letzten Mal hatten, mit der Gewissheit, dass nur der Tod gewiss ist. Auf jeden Fall, wissen wir, heißt es halt, muss halt schauen. Das Leben besteht aus Gelegenheiten, die man nutzen muss, und vor allem im Finanzwesen oder sowas. Man muss mal halt den richtigen Moment abpassen, das Richtige sehen, und ja, es gibt keine wirkliche Sicherheit. Es kann immer irgendwas passieren. Ja. Dick Cavett. As long as people will accept crap, it will be financially profitable to dispense it. Solange Menschen Müll akzeptieren oder annehmen, ist es finanziell profitabel, Müll zu produzieren. Das heißt, egal, dass Leute auch mit allem möglichen Scheiß irgendwie Geld verdienen können, solange es irgendwelche Leute gibt, die das machen. Seien es irgendwelche Sachen, die überhaupt keinen Sinn geben, Furz-Apps, sage ich jetzt nur mal in dem Fall, oder ja. Sowas zum Beispiel ist eigentlich Müll. Nur es gibt halt trotzdem genügend Leute, Idioten, die das kaufen oder Leute, die irgendwas dabei denken. Ich würde jetzt nicht unbedingt so eine App kaufen, aber trotzdem. Und ja, es ist halt profitabel. Ist klar. Wenn irgendwer was annimmt, lohnt sich's. Vor allem Müll und sowas. Jetzt schauen wir uns ein skandinavisches Vorwort an. Go often to the house of thy friend, for we'd soon choke up the unused path. Besuche das Haus deines Freundes häufig, weil Unkraut schnell wieder den Weg überwuchern will. Das heißt so viel wie vom Pflegen von Freundschaften. Man sollte regelmäßig sich um die Freundschaften kümmern, damit nicht irgendwelche Weeds und oder halt Unkraut oder schlechte Gedanken oder sowas den Weg der Freundschaft oder die Verbindung mit dem Freund, die Freundschaft selbst korrumpieren, kaputt machen oder sowas. Wir sollten uns alle, und das ist auch das Letzte für diese Session, wir werden auf jeden Fall noch viele weitersehen, auf jeden Fall nehmt es mit. Pflegt eure Freundschaften und ihr werdet die Freundschaften halten. Wenn ihr aufhört, sie zu pflegen, gehen sie schnell kaputt.